Guten Morgen und herzlich willkommen zum Morning Briefing von der Aktionär. Der gestrige Handelstag in den USA war einmal wieder positiv gewesen. Wir hatten zwar Wirtschaftsdaten, die, ich sag mal, durchwachsen waren, die zumindest keine Dynamik erkennen ließen. Insofern war der Markt etwas enttäuscht. Es reichte dann am Ende auch nur für ein moderates Plus. Nichtsdestotrotz ist der Markt im Plus aus dem Handel gegangen. Chartische Situation ist wie gehabt. Wir haben ein Kaufsignal nach wie vor im Markt. Wir haben einen soliden Aufwärtstrend und die Kollegen aus der Regie hatten vorhin schon einen entsprechenden Trendkanal eingezeichnet mit Kursziel 20.000. Das ist durchaus denkbar in den nächsten Wochen mit Blick auf eine mögliche Jahresendrallye aufgrund des aktiven Kaufsignals. Und ich gehe davon aus, dass der Markt das in den nächsten Wochen, wie gesagt, abarbeiten wird. Bei den Einzelwerten gab es vor allem bei Wertenbewegungen, die zuletzt unter Druck waren, wie in der Apple beispielsweise, die ja nach der Trump-Wahl deutlich schwächer notierte, aufgrund diverser Faktoren, wie in der protektionistischen Einstellung gegenüber China, wo ja ein wichtiger Wachstumsmarkt ist. Und hier zeigt sich, dass diese Aufwärtstrendlinie hier als antizyklische Kaufchance tatsächlich agiert hat. Ich gehe davon aus, dass der Wert seine Erholung fortsetzt und dieses alte Hoch in Angriff nimmt im Bereich von 110 € müsste das sein und mittelfristig auch ein neues Jahreshoch ansteuert bei 113 €. Bei Netflix gab es ebenfalls eine kleinere Erholungsbewegung nach dem doch recht heftigen Absturz. Dieser massive Anstieg kam ja durch die wirklich sehr guten Zahlen. Die Korrektur, jetzt hat sich ungefähr die Hälfte des Anstiegs zuvor, wurde korrigiert. Eigentlich ein mustergültiges Beispiel aus der Charttechnik und man kann davon ausgehen, dass mit dem Ausbruch über diese Bullenflagge hier ein neues Kaufsignal generiert wird, mit der Erwartung, dass hier bei 120 knapp ein neues Hoch generiert wird oder zumindest angegangen wird. Die Aktie daher beim Kaufsignal ein klarer Kauf, zumal ja auch gewisse Übernahmegerüchte im Markt sind, die den Wert noch unterstützen sollten. Bei Goldman Sachs auch wieder eine Erholung nach einer kleineren Korrektur. Die Finanzwerte profitieren ja auch stark von der Wahl. Auch hier bleibt die Einschätzung bestehen. Wir haben grundsätzlich ein Kaufsignal im Markt, neues Hoch generiert. Aber auch hier erwarte ich eigentlich eher eine Bewegung, ähnlich wie bei Netflix, dass man hier so etwa die Hälfte der Aufwärtsbewegung korrigiert, dann wäre der Wert für mich wieder kaufenswert. Monsanto profitierte gestern natürlich dann auch von der Finanzierung bei Bayer. Bayer hat eine Pflichtwandelanleihe mit Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Das unterstützt natürlich die Finanzierungsmöglichkeiten des Bayer-Monsanto-Deals. Die Aktie tendiert Richtung dreistelliger Kurse, dürfte auch die 98-Euro-Marke bald angehen. Das Übernahmeangebot liegt sowieso höher, also hier kann man durchaus eine spekulative Position aufbauen, zumal ja auch hier eigentlich ein Kaufsignal schon im Markt ist mit dem Bruch über den kurzfristigen Abwärtstrend. Dann last but not least, Freeport McMoRan. Auch einer der Profiteure bei der Wahl. Rohstoffe, Kupfer gehören in Infrastrukturinvestitionen immer dazu. Die Aktie hat jüngst über die 12-Euro-Marke einen Ausbruch generiert, neues Hoch gemacht, damit ein langfristiges Kaufsignal generiert. Das ist eine durchaus wichtige Marke gewesen insgesamt. Und ja, man ist bei der Restrukturierung sehr gut unterwegs. Die Schulden belaufen sie aktuell auf 17 Milliarden, von 22 Milliarden schon abgebaut. Bis Ende 2017 wird man irgendwo zwischen 8 und 9 Milliarden kommen, also da ist man sehr gut dabei. In diesem Bereich gab es auch zuletzt Insider-Käufe von einem Direktor von Icon Capital. Insofern hier viele Gründe, warum man hier dem Kaufsignal auch folgen sollte. Ich denke, dass die Aktie noch deutlich Potenzial nach oben hat und mit dem Kaufsignal ist sie ganz klar kaufenswert. Mit dem Blick auf den DAX dürften die Vorgaben aus den USA nicht so sonderlich viel Auftrieb geben. Nach wie vor steht der Ausbruch über die 10.800-Punkte-Marke im Fokus. Momentan sieht es so aus, als ob wir nach unten abkippen. Das heißt natürlich, dass es die Gefahr besteht, dass wir den unteren Bereich der Schiebezone zwischen 10.2 und 10.8 möglicherweise nochmal antesten. Das wäre eigentlich erstmal ein
kein so gutes Signal. Fakt ist, dass europäische Werte tendenziell Verlierer sind der US-Wahl, und hier muss sich der Markt erst sortieren. Und hier bietet sich an, erst bei Ausbruch über 10,8 hier aktiv zu werden. Vorher würde ich eher an der Seitenlinie fahren. Das war's für den Moment. Ich wünsche Ihnen einen guten Handelstag. Bis morgen.